In diesem Video erfährst du, wie du den Widder für dich gewinnen kannst. Sternzeichen sind nämlich unglaublich wichtig für die Liebe. Und wenn du lernst, was bestimmte Sternzeichen für Eigenschaften haben und wie du sie dadurch für dich gewinnen kannst, kannst du enorm viel Einfluss auf den Lebensbereich Liebe nehmen. Ich habe eine Videoreihe für dich entwickelt, wo ich wirklich zu jedem Sternzeichen etwas sagen werde, wie du das Sternzeichen für dich gewinnen kannst, was die Eigenschaften dieses Sternzeichen sind und wie gut sie jeweils zu den anderen Sternzeichen passen. Aber in diesem Video geht es ganz explizit um den Widder. Und ich werde dir sagen, was es mit dem Widder auf sich hat und wie du den Widder tatsächlich für dich gewinnen kannst und mit welchen Konstellationen der Widder gut zusammenpasst und weniger gut zusammenpasst und warum das so ist. Fangen wir also an. Der Widder beginnt am 21.03. und geht bis zum 20.04. Da ist die Spanne des Sternzeichen Widders. Und bei dem Widder ist es vor allen Dingen zu beachten, dass der Widder ein Erdzeichen ist. Grundsätzlich solltest du immer erstmal abchecken. Ist der potenzielle Partner in deiner Beziehung oder dein Datingpartner oder vielleicht einfach die Information, die du jetzt generell sammeln willst über den Widder, ist die Person, auf die du dich beziehst, ein Erdzeichen, ein Luftzeichen, ein Wasserzeichen oder ein Feuerzeichen. Diese vier Elemente gibt es nämlich bei den Sternzeichen. Es ist unglaublich wichtig, das schon mal herauszustellen, denn es sind einfach gewisse Punkte, die in diesen Sternzeichen wichtig sind. Und der Widder ist ein Feuerzeichen. Feuer steht ja schon für Dynamik, für Aktivität, für das Brennen in sich. Und da haben wir ein Sternzeichen, was dementsprechend auch so ist. Zudem ist es unglaublich wichtig zu wissen, ob das Sternzeichen an sich männlich oder weiblich ist. Denn das spiegelt ein wenig was der Harmonie in diesem Sternzeichen wider. Der Widder ist ein männliches Sternzeichen, sprich er ist männlich und Feuer. Also Feuer ist das Element und das Geschlecht ist männlich. Demnach ist es so, dass sehr gut Sternzeichen zusammenpassen zu dem Widder, die ebenfalls männlich und Feuer sind, dann ist es quasi optimal, ne? Also zumindest in der Regel, weil sich dann sehr, sehr viel gleicht. Oder zumindest, dass einer dieser Faktoren dabei ist, beispielsweise auch ein männliches Sternzeichen oder das Element. Wir gehen das jetzt aber mal nach der Reihe gleich durch, welches Element was ist und was nun zum Widder passt. Aber zuerst einmal möchte ich dir erklären, was den Widder überhaupt ausmacht. Ich habe gerade schon gesagt, er trägt das Feuer an sich. Zudem fügt der Widder quasi den Frühling ein. Also er ist das Sternzeichen, was den Frühling einführt. Und das bedeutet, dass er quasi gegen den Winter ankämpft und Presche nach vorne, den Frühling einleitet. Und er gewinnt ja auch jedes Mal, denn der Frühling kommt ja. Und demnach ist der Widder ein sehr stures Sternzeichen. Ja, sehr gewinnorientiert, möchte halt auch immer gewinnen und möchte sich durchsetzen. Sehr, sehr starrköpfig. Und zudem ist der Widder auch sehr selbstbewusst. Sehr, sehr selbstbewusst und kann auch sehr gut Dinge durchsetzen. Er hat Probleme damit, teilweise Hilfe anzunehmen, weil er am liebsten alles alleine schaffen will. Er möchte alles alleine machen, möchte alles alleine schaffen und das ist so manchmal auch ein Hindernis für den Widder. Sprich, er möchte immer alleine voranpirschen, mit dem Kopf durch die Wand. Für manche Menschen kann dieses Verhalten auch sehr spontan, dynamisch wirken, vielleicht auch ein bisschen unkontrolliert und ein wenig ungeduldig, ne, weil der halt manchmal mit voller Wucht gegen die Wand und dann durch da, ne, Hauptsache die Idee wird durchgesetzt. Wirkt manchmal so. Und vor allen Dingen, was auch manchmal sein kann, ist, dass der Widder ja, dadurch auch ein bisschen aggressiv wirken kann. Aber im Grunde genommen ist er das gar nicht, aber er wirkt so. Widderfrauen strahlen eine sehr, sehr selbstsichere Haltung aus. Sehr, sehr selbstsicher, voller Selbstliebe und Tatendrang. Und Widder-Männer ebenfalls natürlich, aber gekoppelt mit diesem Verhalten von Sieg. Ne, also das ist noch so ein bisschen mit dabei, was Frauen dann tatsächlich ein bisschen weniger haben. Wichtig ist da natürlich auch zu wissen, dass der Widder sehr fleißig ist, ne, sehr zielorientiert natürlich auch handelt, aber manchmal zu unüberlegt. Der Widder mag auch Abenteuer, sprich, da hast du schon mal einen Punkt, wie du einen Widder überzeugen kannst. Der Widder liebt nämlich Abenteuer und er liebt auch Spontanität. Also sprich, was du dann machen könntest, ist, wenn du dich wirklich an einen Widdermann wendest oder an eine Widderfrau wendest und sie für dich begeistern willst, wäre es total sinnvoll, selbstbewusst zu sein,
vor allen Dingen. Und dann auch zu sagen, hey, ich nehme dich jetzt mal mit, ich habe was für dich geplant, ich will ein kleines Abenteuer mit dir erleben und ich habe mir spontan was für uns überlegt. Und dann strahlen die Augen des Widders. Er liebt es, er liebt das Abenteuer. Und vor allen Dingen auch Optimismus. Widder können es gar nicht haben, wenn Pessimisten in einem Raum sind und sagen, geht nicht, gibt's nicht, schaffen wir nicht. Das ist ein rotes Tuch. Der Widder möchte hören, das schaffen wir, das machen wir, wir kriegen das hin. Ne, das sind so Worte, die der Widder liebt. Also wenn du wirklich einen Widder für dich überzeugen willst, solltest du optimistisch sein, solltest wirklich sagen, hey, wir schaffen das zusammen, wir kriegen das und das hin. Und ihn auch anerkennen für das, was er ist, ne, ihn auch lieben dafür, dass er versucht, immer mit voller Wucht gegen die Wand zu rennen, ihn da vielleicht auch zu ermutigen, zu sagen, so, hey, okay, ist zwar jetzt schiefgelaufen, wenn es schiefgelaufen ist, aber ich fand es mutig, dass du es gemacht hast, ne, weil es ist ein sehr mutiges Sternzeichen, nicht alle trauen sich das. Also es ist unglaublich schön, wenn du beispielsweise so eine Überraschung machst, irgendwas planst, irgendwas Spontanes planst, bedenke, dass es auch ein Feuerzeichen ist, also Action darf ruhig auch sein, ne? So ein bisschen was Aktives, das findet der Widder auch toll. Es kann auch was Aktives in der Natur sein, perfekt, der Widder ist dabei. Also das wäre echt optimal, wenn du das planst. Auch wenn du Geschenke machst, ist das vielleicht eine gute Orientierung zu schauen, okay, was kann ich denn als Überraschung machen, was spontan ist, was ein bisschen Abenteuer ist. Das ist wirklich optimal für den Widder. Wichtig ist auch, dass du beispielsweise Streitigkeiten nicht zu ernst nehmen darfst. Der Widder hat ein gewisses Aggressionspotenzial in sich und es kann, wie gesagt, mal ein bisschen dynamischer werden, ein bisschen hektischer werden, vielleicht auch in Streitigkeiten in der Beziehung enden. Du darfst es nicht zu ernst nehmen, denn der Widder ist nun mal ein impulsives Wesen und es kann sein, dass mal das ein oder andere Mal das Fass zum Überlaufen geht, dass ein wenig Temperament rauskommt und Streit entfacht wird. Der Widder ist eher unruhig. Also das heißt, es ist eher ein bisschen unruhiger auch manchmal in der Beziehung und damit musst du zurechtkommen. Wenn du ein absolut harmoniebedürftiger Mensch bist, der nie streiten möchte, dann ist vielleicht der Widder nicht unbedingt der beste Partner für dich. Denn der Widder ist nun mal so, wie er ist und der mag auch gerne mal Streitigkeiten. Warum nicht? Er hat nichts dagegen und er mag manchmal dieses Feuer in der Beziehung, diese Leidenschaft. Deswegen ist der Widder auch ein sehr leidenschaftliches Sternzeichen. Sprich, wenn er eine Partnerin gefunden hat, dann mit voller Leidenschaft. Aber ja, zu Anfang, wenn er sich nicht ganz sicher ist, kann es auch mal sein, dass er untreu wird. Also an sich ist der Widder eigentlich ein treues Sternzeichen, aber er muss sich sehr sicher sein, dass du die Richtige bist oder der Richtige bist, damit das auch so bleiben kann. Also wichtig ist aber auch zu wissen, dass bei jedem Sternzeichen auch immer bitte der Aszendent beachtet werden muss. Es gibt natürlich immer einen Aszendenten zum Sternzeichen. Das kann man auch kostenlos errechnen lassen auf sämtlichen Internetseiten. Einfach eingeben, Aszendent ausrechnen. Und du kannst zusätzlich zu deinem Sternzeichen auch deinen Aszendenten ausrechnen. Und der Widder ist immer so stark ausgeprägt, wie halt der Aszendent auch wieder ist. Der Aszendent hat auch eine Einwirkung auf die Sternzeichen. Wir gehen hier natürlich nur auf die Sternzeichen ein, weil die natürlich die Hauptrolle spielen. Aber der Aszendent kann auch einfließen. Sprich, wenn der Widder beispielsweise ein bisschen besänftigt wird von einem Aszendenten in sich, beispielsweise Waage oder so, dann kann es sein, dass dein Widder oder deine Widderfrau weniger dieses Aggressionspotenzial in sich hat und auch weniger Streitigkeiten möchte. Also beachte auch immer den Aszendenten. Ich gebe dir hier einen groben Rahmen mit, wie Sternzeichen sind, im Allgemeinen sind. Und wenn du da noch tiefer reingehen willst, dann solltest du vielleicht auch den Aszendenten deines Partners oder deiner Partnerin herausfinden, damit du weißt, okay, welche Nuance, welche Würze ist noch so in diesem Menschen mit dabei, ne? Weil das ist dann der Aszendent tatsächlich. Genau, und demnach ist es unglaublich wichtig, das zu beachten und weiter geht's auch jetzt mit den einzelnen Sternzeichen, wie gut sie zum Widder passen. Da Achtung, 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 nicht aufgeben, wenn du jetzt beispielsweise nicht so gut zum Widder passt. Es ist mir unglaublich wichtig zu sagen, dass alles Vor- und Nachteile hat. Wenn du beispielsweise ein Sternzeichen bist, was nicht so gut zum Widder passt, ist das aber dafür da, dass du beispielsweise sehr, 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 sehr viel Wachstum erfahren kannst mit diesem Widder an deiner Seite. Du kannst deine Menschenkenntnisse wirklich aufbessern. Du kannst mehr über andere Menschen und Sternzeichen verstehen. Und ihr könnt gemeinsam herausfinden, ob ihr einen gemeinsamen Nenner findet, damit eure Beziehung wirklich standhalten kann. Also das heißt nicht sofort aufgeben, Handtuch werfen. Das wäre mir wirklich hier an dieser Stelle
Ja, das ist mir wirklich wichtig an dieser Stelle zu sagen, denn es wäre schade, wenn du nur anhand der Sternzeichen direkt aufgibst. Es ist wirklich so, dass es dir ein Richtwerk geben kann, dass du ja dein Sternzeichen besser verstehen kannst, sein Sternzeichen oder ihr Sternzeichen besser verstehen kannst und dadurch eine harmonischere Beziehung entstehen kann. Aber ganz wichtig ist mir zu sagen, wenn ihr euch liebt, gebt doch nicht auf, sondern schaut, wie können wir einander akzeptieren und so einfach gemeinsam Wachstum noch erfahren und entwickeln. Also nicht aufgeben, sondern einfach weitermachen. Und wir kommen jetzt einfach zu den Sternkonstellationen. Widder und Widder kriegen von mir eine 8 von 10 Punkten. Denn es ist klar, beide sind dynamisch, beide lieben Abenteuer, beide sind optimistisch, beide gehen manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Tatsächlich ist es so, dass das ein oder andere Mal den anderen tatsächlich schon stören kann, dass es häufig so ist. Oder dass die Unordnung des Widders einen manchmal ja, kirre macht und dass der andere das wahrscheinlich dann auch schon zu unordentlich findet. Es kann sein, aber nichtsdestotrotz passen diese beiden Sternzeichen unglaublich gut zusammen. Sie sind dieselben Sternzeichen, deswegen passen sie so gut zusammen, weil sie das gleiche Element haben, Feuer, das gleiche Geschlecht haben, männlich, und weil einfach sehr viele Charakterzüge gleich sind. Weiter geht's mit dem Stier. Der Stier und der Widder kriegen leider nur eine 2 von 10 von mir, weil der Stier ein Bodensternzeichen ist, also ein Erdzeichen. Der Stier ist sehr geerdet, sehr ruhig, ne? Der mag es halt einfach nicht, wenn ihm etwas entgegenkommt, was ihm nicht so gefällt. Denn der Stier ist ebenfalls auch stur und der Widder auch. Und dann kracht es ziemlich häufig. Zudem haben sie ein ungleiches Element, wie ich gerade gesagt habe. Feuer und Erde passt nicht immer so gut zusammen. Und dann auch noch ein ungleiches Geschlecht. Der Stier ist nämlich das Geschlecht weiblich und der Widder ist männlich und demnach kracht es ziemlich häufig. Der Stier fühlt sich häufig vom Widder in seiner Ruhe gestört, denn der Stier liebt die Ruhe. Der Stier liebt nun mal die Ruhe, die Bodenständigkeit, die Natur, und ab und zu kann es sein, dass sie sich da irgendwie zusammenfinden und mal das ein oder andere Abenteuer erleben, was zusammen gut passt. Aber an sich passen die beiden tatsächlich leider nicht so gut zusammen. Die nächste Sternkonstellation ist Widder und Zwilling. Und Widder und Zwilling kriegen von mir eine 6 von 10. Das Element ist tatsächlich unterschiedlich. Es ist Luft und Feuer. Also der Zwilling ist ein Luftzeichen. Aber dafür sind die Geschlechter gleich. Männlich, männlich. Was heißt, dass sie da auf jeden Fall schon mal eine gleiche Dynamik haben und das Abenteuer beide unglaublich lieben. Also der Zwilling liebt das Abenteuer. Der Zwilling liebt auch mal Spontanität. Und demnach können die beiden ganz gut zusammen sein. Denn sie haben dort einen gemeinsamen Nenner, können diesen gemeinsam ausweiten und werden sich dahingehend sehr gut verstehen. Widder und Krebs kriegen eine 3 von 10, da der Krebs leider zu sehr in sich gekehrt ist. Das mag der Widder nicht so gerne. Der Widder fragt dann vielleicht häufiger mal nach sowas wie, und was ist jetzt los, und was ist los, und willst du reden, und willst dies, willst das, und der Krebs ist eher so, ich mach das mit mir manchmal lieber aus, in meinem Panzer zurückziehen. Das findet der Widder nicht so toll und demnach kann es da auch Streitigkeiten geben, wenn es wirklich um die Kommunikation in der Beziehung geht, wenn es um wirklich tiefe Themen geht. Denn manchmal ist der Krebs dann lieber so, dass er das mit sich ausmacht und nicht unbedingt den Widder mit einbeziehen möchte, weil der Widder manchmal Ratschläge gibt, die der Krebs nicht so ganz nachvollziehen kann. Und dann führt es zu Krach und das hält dann leider nicht. Und häufig ist es auch so, dass das auch daran liegen kann, dass der Krebs natürlich ein Wasserzeichen ist und Wasser und Feuer einfach gar nicht zusammenpassen. Also da müsste man schauen, okay, wie kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner, wenn wir in einer Beziehung wären? Und da muss es einfach ganz, 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 ganz viel Akzeptanz geben. Enorm viel Akzeptanz und dann würde man auch das hinbekommen. Und natürlich ist auch das Geschlecht nicht gleich. Der Krebs ist weiblich und der Widder ist männlich und da kracht es dann auch schon ab und an mal. Also darauf achten, Akzeptanz ist alles und dann kriegt man das Ganze vielleicht auch hin. Beim Stier und Widder ebenfalls. Ne, wenn der Widder den Stier respektiert für seine Ruhe und für seinen Hang zur Natur und zu seiner Bodenständigkeit, dann kann das auch was werden. Aber man muss halt wirklich schauen, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet. Löwe und Widder, 9 von 10, was eine Traumbeziehung. Der Löwe und der Widder, beide männlich, beide Feuer, beide voranda. Voller Tatendrang können diese Sternzeichen wirklich alles erreichen. Sie sind wirklich
enorm dynamisch, können auch beruflich enorm viel zusammenreißen. Sie können sich gegenseitig motivieren. Sie sind einfach auf einer Wellenlänge. Unglaublich schön, diese Sternkonstellation zu sehen. Und vor allen Dingen dieses Voran, dieses Spontane, dieses Kommunikative einfach mal rausgehen. Das haben beide. Und demnach passen sie einfach unglaublich gut zusammen. Widder und Jungfrau. Gar nicht gut. 2 von 10, denn die Jungfrau ist sehr logisch, sehr planbar. Sie muss immer alles logisch erklären können. Sie geht strategisch vor. Für sie muss alles ordentlich sein. Und dann kommt er wieder. Unordentlich wie er ist, zerstört er die ganze Ordnung der Jungfrau, macht unplanbare Sachen, ist spontan, will einfach ein Abenteuer erleben und die Jungfrau denkt sich, ich will nicht. Also eine sehr, sehr schwierige Konstellation tatsächlich. Die Jungfrau müsste schon im Aszendenten etwas haben wie ein Wassermann, irgendwas, was sehr aufsprudelnd und auch abenteuerlustig ist, oder sowas wie einen Zwilling oder so, damit das Ganze ein bisschen besser fruchten kann. Denn das ist leider etwas, was die Jungfrau nicht besitzt, dieses unglaublich spontan, unglaublich abenteuerlustige und einfach mal unordentlich sein und einfach mal bis in die Puppen wach sein und ja, dann mal gucken, wann wir am nächsten Tag aufstehen, was da wieder manchmal kann. Das kann die Jungfrau leider nicht. Und da kriselt es enorm. Also wichtig ist, falls du eine Jungfrau bist und mit einem Widder zusammen sein willst, ist es unglaublich wichtig, das Spontane zu lieben. Und auch zu lieben, dass manche Dinge nicht planbar sind, sondern spontan auch funktionieren können tatsächlich. Nicht immer nur das Logische kann gewinnen, auch manchmal sind unlogische Sachen für dich wirklich die richtigen Dinge, weil das vielleicht manchmal Herzentscheidungen sind, die getroffen sind. Die sind nicht immer logisch, aber sie können funktionieren. Und da einfach den Widder diesen Freiraum zu lassen, dass er das machen darf, ist in dieser Konstellation unglaublich wichtig, damit das Ganze funktionieren kann. Genauso sollte der Widder natürlich akzeptieren, dass du vielleicht einen Ordnungsdrang hast und dem einfach auch mal nachgeben und sagen, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen mehr sauber als sonst oder ich räume jetzt hier mal meine Klamotten weg. Und ich finde es auch schön, wenn du den Urlaub komplett durchtaktest und ich versuche mich dem einfach zu fügen, wenn wir im Urlaub einfach noch ein paar Tage haben, wo ich spontan entscheiden kann, was ich machen möchte. Also wenn man da einen gemeinsamen Nenner findet, Kompromisse findet und sich liebt, kann das Ganze trotzdem funktionieren. Widder und Waage kriegt eine 5 von 10 von mir, da ja, die Waage wirklich auf der gegenüberliegenden Seite des Widders steht und die Waage ja demnach eigentlich das Gleichgewicht so ist, ne? Die gegenüberliegende Seite des Widders. Aber auch da gibt es viele Knackpunkte. Sie gleichen sich eigentlich relativ gut aus, aber die Waage ist zu diplomatisch für den Widder. Die Waage muss immer ganz genau gucken, welche Entscheidungen sie trifft und will immer eine Gerechtigkeit für alles haben und eine Fairness und danach lebt der Widder nicht. Also der Widder ist einfach anders, wirklich anders als die Waage von ein paar Grundeinstellungen, deswegen es da auch ein bisschen kriseln kann. Wichtig ist aber da zu sehen, dass man ganz, ganz viel voneinander lernen kann, nämlich genau das andere, was der andere bereits hat. Also du kannst diese Beziehung als eine riesen Lernaufgabe sehen, wo man irgendwie so ein gewisses Maß hat an Erträglichkeit und ganz viel lernen kann. Also schau, dass du das Positive in dieser Beziehung siehst, lern voneinander, vielleicht ein bisschen diplomatischer wirst, so wie die Waage eben ist, wenn du ein Widder bist oder wenn du die Waage bist, dass du einfach mal das respektierst, dass vielleicht nicht immer alles diplomatisch geklärt werden muss. Also einfach mal sich auf den anderen einlassen, ihn akzeptieren, so wie er ist und dann kann auch das funktionieren. Waage und Skorpion, sehr unterschiedlich. Wieder ein Wasserzeichen, kriegt leider nur eine 4 von 10 von mir, weil das einfach nicht harmoniert. Häufig ist der Skorpion genauso verbissen wie der Widder, nur in eine ganz andere Richtung. Und dann kommt es zu Konflikten und die können häufig nicht mit Kompromissen gelöst werden. Denn der Skorpion, wenn er eine Sache angeht, ist er noch verbissener als der Widder und dann wird es krachen. So ist es leider. Und demnach kann es passieren, dass die beiden sich nicht verstehen. Der Skorpion ist auch ein sehr, 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 sehr tiefgründiges Sternzeichen und der Widder ist ihm da manchmal zu oberflächlich. Also passt nicht ganz, aber auch hier, wie gesagt, man kann einen Nenner finden, wenn man bereit ist, sich auf den anderen vollkommen einzulassen und ihn zu akzeptieren, so wie er eben ist. Und wir kommen zu meinem absoluten Dreampaar. Also Löwe ist ja auch schon so gut zum Widder, aber Schütze und Widder, das ist wirklich ein absoluter Traum, denn
Schützen und Widder sind unglaublich harmonisch miteinander. Sie sind beide total voller Tatendrang, lieben beide das Abenteuer, unterstützen sich da beide und sind einfach komplett auf einer Wellenlänge. Es ist unglaublich schön, wie gut Schütze und Widder zusammenpassen. Und da haben sich wirklich zwei gefunden, die unendlich lange zusammen sein können, sich nie auf die Nerven gehen und wirklich eine Zukunft planen können, die für beide in die gleiche Richtung läuft. Also unglaublich schön, diese Sternkonstellation. Wenig Kriege, also hier und da vielleicht mal ein Revierkampf kann passieren, wo der Widder wahrscheinlich dann am Ende vielleicht gewinnt, aber überhaupt nicht schlimm, denn die beiden sind wirklich wie füreinander geschaffen, also ein sehr schönes Paar. Widder und Steinbock, ähnlich wie bei der Jungfrau schon. Steinbock ist ja auch ein Erdzeichen wie die Jungfrau, passen beide leider dementsprechend nicht so gut zusammen. Der Steinbock ist einfach viel zu steif. Viel zu steif für den Widder. Der Steinbock muss auch alles strukturiert haben, alles in der Ordnung haben, alles geradlinig, alles routiniert. Und das gefällt dem Widder einfach nicht, der gerne auch mal ausbricht. Also die beiden haben es auch schwieriger, genau wie die Jungfrau. Da müsste man gucken, okay, kommen wir auf einen Nenner. Tatsächlich noch ein bisschen besser als bei der Jungfrau, weil die Jungfrau auch noch sehr, sehr ordnungsliebend ist und alles planen muss. Der Steinbock kann auch ab und zu mal aus seiner Haut fahren, aber da auch ganz gefährlich, denn das passt nicht immer ganz gut. Also da müsste man auch gucken, wie bei der Jungfrau, wie kommen wir auf einen Nenner, was für Kompromisse können wir machen, dass wir beide noch glücklich in dieser Beziehung sind. Widder und Wassermann, 7 von 10, beide total idealistisch, beide tun, was sie wollen. Und das ist echt etwas, was beide voneinander, ja, was beide total akzeptieren aneinander, weil sie beide einfach ähnlich denken und ähnlich ticken. Das Einzige, wo sie sich mal in die Quere kommen, ist, dass der Wassermann es nicht mag, wenn der Widder ihn manchmal nicht mitnimmt. Denn der Wassermann ist eher ein geselliges Sternzeichen und möchte immer mitgenommen werden, möchte alles erfahren, ne, was so los ist, ist gerne in der Gesellschaft. Und der Widder zieht Dinge auch gerne, wie gesagt, alleine durch, ohne Hilfe. Und der Wassermann ist eher so, ich möchte dir helfen, lass mich daran teilhaben. Und da gibt es manchmal ein paar Konflikte. Aber 7 von 10, hey, ist ein super Abschnitt und da finde ich, passen die beiden schon recht gut zusammen. Hier und da mal ein paar Konflikte, vor allen Dingen, wenn es um solche Dinge geht, kann man noch akzeptieren, aber leidenschaftlich sind sie beide, sie lieben beide auch Freiräume und demnach können sie sich sehr, sehr gut verstehen. Und als allerletztes Widder und Fisch und das ist auch eine Katastrophenkombination, ähnlich wie bei der Jungfrau. Passt gar nicht. Also ab, ne, ist wieder Element Wasser, was wir vorhin auch schon ein paar Mal hatten, was nicht so ganz gut passt zum Feuersternzeichen. Und dann ist der Fisch auch noch weiblich, also es passt einfach nichts. Dann agiert der Fisch einfach komplett anders als der Widder. Der Fisch ist sehr sensibel, aber auch sehr passiv und da kann man nicht immer durchdringen und man kann nicht immer alles Emotionale verstehen, was der Fisch jetzt sagt und gerade macht und gerade denkt. Und der Widder kriegt keine Antworten von dem Fisch. Er findet einfach keinen Zugang zu diesem Fisch und der Fisch findet auch einen schwierigen Zugang zum Widder, denn der Fisch mag es auch nicht, wie der Widder häufig agiert, unüberlegt und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Kombination. Hier müsste auch sehr, sehr viel Achtsamkeit wirklich an den Tag gelegt werden. Man muss sehr achtsam damit sein, wie man miteinander spricht, wie man miteinander umgeht, denn häufig werden bei diesen zwei Sternzeichen sehr viele Missverständnisse entstehen. Sie verstehen sich grundlegend falsch, wenn man miteinander redet und man müsste unglaublich viel an der Kommunikation arbeiten, dass das wirklich harmonisch funktionieren kann. Es ist, wie gesagt, nicht unmöglich, aber es bedarf sehr, sehr viel Kommunikation und sehr viel Verständnis und man muss wirklich voneinander lernen können, damit man einfach lernt, wie gehe ich mit dem anderen um, wie eine kleine Art Anleitung, die man braucht füreinander, damit man sich wirklich gut verstehen kann. Denn 2 von 10 ist nicht sonderlich gut und es muss wirklich ja aufgebaut werden, das Ganze, damit es langfristig hält. Ja, so viel zu meinen Sternzeichen und ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses Video. Gerne kannst du mir einen Daumen hoch schenken oder meinen Kanal abonnieren, denn ich werde noch ganz, ganz viele Videos produzieren, natürlich zum Thema Liebe, damit du dein Liebesglück endlich erschaffen kannst, damit du in einer erfüllten Beziehung, Partnerschaft leben kannst und ich mache dafür alles. Ich gebe dir Tipps zum Thema Dating, ich gebe dir Beziehungstipps, ich mache wirklich alles, damit du in einer erfüllten Liebe leben kannst, denn Liebe ist letztendlich alles, was wir brauchen.
brauchen, um glücklich zu sein. Also gerne kannst du meinen Kanal abonnieren, wenn du dich dafür interessierst. Wie gesagt, die Sternzeichen-Serie geht weiter. Guck dir gerne noch die anderen Videos zum Thema Sternzeichen an und du wirst ganz, ganz viel über dich und über alle anderen Sternzeichen kennenlernen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Vorgehen. Ich hoffe, das Video konnte dir viel beibringen und dich etwas lehren zum Thema Sternzeichen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Video. Deine Simone.